Gott. Ach ey, Kerzen heißt für mich immer so ein bisschen, wenn ich die Zeichnung sehe, das sieht mir sehr nach Unitology aus. Oh ja. Was für eine Munitionsverschwendung. Textlog. Nachricht. Sally Hannon an Marion Hannon. Marion, ich werde diesen Log hier für dich zurücklassen, damit du es findest, wenn du den Rest meiner Sachen holst. Ich hoffe, ich vergesse nichts, denn alles ist so wichtig. Die Wiedergeburt wird sehr bald eintreten. Genau wie sie sagten. Das ist eine ganz besondere Zeit, die man nur einmal erlebt, wenn überhaupt. Sie sagen, wir bereiten uns schon darauf vor, seit wir überhaupt Menschen waren. Und wir werden diejenigen sein, die dabei sein werden. Satz. Wir werden diejenigen sein, die dabei sein werden. Naja. Ich bin so aufgeregt. Meine Haut ist ganz kribbelig. Ich habe Gänsehaut. Okay, ich muss jetzt los. Die Zeremonien fangen an in einer halben Stunde an. Ich will nicht zu spät kommen. Mach's gut, Schwesterchen. Ich hab dich unendlich lieb. Stoß doch einfach zu uns. Haha, bis bald. Ja. Hat so semi-gut bei euch geklappt? Ah, Alten. Toilettenspülung des Grauens. Wo? Wo? Oh, shit. Ich sagte schon mal, what a waste. Ja, die hat's hier alle zerholzt, wa? Die ganzen Unitologen. Hier ist eure tolle Konvergenz. Tja, aber wer da mal schreit, bekommt sie. Okay. Oh, das ist ja gruselig. Was? To join is to survive. Aha, na klar. Schon verdammt fucking gruselig gemacht. Oh, echt fies. Okay, wir müssen nach da. Wir gucken mal hier nochmal schnell rein. Ins Klo. Das ist ein cooler Vorhang. Okay. Dann räum nochmal dein Zimmer auf hier. Ständig trete ich hier durch deine Spielsachen. So. Oh, Penner, ey. Das ist doch mal fies, ey. Ist extra mal hingelockt, ey. Schweine. Noch einer? Aha, jetzt traut euch wieder nicht mehr, wa?
Na gut. So, jetzt kurz mal gucken, wie viel Munition. Oh, das sieht ganz gut aus. So, weil ich glaube, wir werden jetzt definitiv in einen kleinen Ambush kommen. Kleiner Hinterhalt. So. Ich denke, das wird gleich übel. Oh shit! Ah, okay, das haben wir eigentlich ganz nice gepackt jetzt hier kurz. Schema, Plasma-Cutter. Ja, so ein markhaltiger Ruhe-Animal im Wohnzimmer. Also ich habe ähnlich hohe Decken wie hier. Von daher würde super gehen, ne? Ah, guck mal, hier ist noch die... Die Ishimura als Modell. Wie schön. Ja, ready. Ja, und du wurdest mit deiner Katze, wa? Alle haben hier das gleiche Kind. Sehr ekelhaft. Okay, hier müssen wir hin. Ich schaue mal kurz, ob wir hier irgendwas finden. Na dann. Gehen wir mal zum Arzt der Unitology. Ach, nicht geil, nicht geil, nicht geil. Das ist Tideman, er hat sie gefunden. Schnell in die Kirche. Ja, ich wäre drin. Kirche, warum hier? Sie ist einer der wenigen Plätze auf der Titan-Station, die Tideman wegen der Trennung von Kirche und Staat nicht überwachen kann. Nein, Dana, wir sollten nicht hier drin sein. Das ist der letzte Ort, an dem wir jetzt sein wollen. Isaac, mein Bruder starb, als er versuchte, sie zu retten. Das ist wichtig. Und es wird funktionieren. Ich bin in einem Schutzraum ganz oben in der Kirche. Kommen Sie dorthin. Ja, schön, dass du in einem Schutzraum bist, Mäuschen. Kam es während der Messen am letzten Sonntag zu zwei Druckausgleichszyklen. Der erste war eher geringfügig und hat nur ein paar Kerzenflammen lodern lassen, was der Predigt von Pastor O'Brien einen willkommenen, wenn auch unerwarteten Höhepunkt bescherte. Der zweite Zyklus war schwerwiegender und hatte einen Druckknall zur Folge, der einige Trommelfälle platzen ließ, sodass mehrere Leute ins Krankenhaus mussten. Das war unnötig. So, den haben wir bekommen. Schön, schön, schön. Schön, so. Ja, so. Was ist er denn? Mist! Aber das ist tatsächlich nur so ein Vieh. Scheiße. So ein Scheiß.
Angesendet. Okay. Oh, was ist denn das hier? Akolyt. Ach, das passt aus Privataufzug. Wie schön. Trotzdem mal hier rein. Aha. Ah, okay, alles klar. Hier sind wir. Okay, gut. Na, wo kommen wir denn da hin? Wo kommt man denn da hin? Echt jetzt? Lebt er schon wieder? Geradezu. Wie findet denn die Predigt statt? Wenn ihr gehabt, Teil von etwas Größerem zu sein, dann ist Unitology vielleicht das Richtige für Sie. Unitology wurde vor 200 Jahren zum Erlöser Michael Waldman gegründet. Und ich glaube daran, dass die Menschheit eines Tages durch die Macht eines heiligen Artefakts namens Marker vereint wird. Diesen Prozess nennen wir Konvergenz. Ja, das ist bestimmt total toll. Soll ich jetzt irgendwo einsetzen? Ah, okay. Okay, alles klar. Gut. Textlog. Rekrutierungstestergebnisse. Indoktrination, Testphase 1, Ergebnis für JC Milham. Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit, hoch. Unsicherheit, gering. Leichtgläubigkeit, gering. Toleranz für Ambiguität? Ambiguität, keine Ahnung, was das ist, hoch. Kulturelle Disillusion, gering. Idealismus hoch. Anfälligkeit für Trancen gering. Selbstvertrauen hoch. Wunsch nach spiritueller Sinnhaftigkeit gering. Bewusstsein für Gruppeneinflüsse auf Individuen hoch. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Testperson lange in der Kirche bleiben wird. Wir gehen davon aus, dass er das System nach den Zehnt-Anforderungen der Initiation verlässt. Wir sollten ihn einladen, so weit zu gehen, wie er möchte. Wir sollten aber keine weiteren Einkünfte von ihm erwarten. Tja, naja, so ist es halt, ne? So. Jede Sekte finanziert sich halt nur durch ihre Mitglieder. Klapper, klapper, klapper. So, und dich, mein kleiner. Gemeindehaus. Das ist so Shit. So, irgendwie habe ich das Gefühl. Haben Sie je das Gefühl gehabt, Teil von etwas Größerem zu sein?
Aha. So, so. Okay, Hammer, Hammer. Oh, ich bin voll. Ich bin voll. Und bei so einem Nervengeräusch hier. Da müssen wir uns auf jeden Fall von ein paar Sachen jetzt verabschieden.